Hey Leute, was geht? Willkommen zum Patch Preview für Patch 10.13. Sehr interessanter Stuff ist hier going on. Einiges gut, anderes schlecht. Ich kann Riot manchmal aber auch echt nicht verstehen. Conqueror Nerf, Leute. Conqueror Stacks werden von 10 auf 12 erhöht. Die Adaptive Stacks, die man bekommt, werden hier ebenfalls mal ein bisschen rumgeschiftet. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet oder irgendwie sowas, aber es hieß, dass dann die gesamte Adaptive Force, also die gesamte AD oder AP, die man bekommt, gleich bleibt. Nur die Menge an Stacks wird erhöht. Diesen Change finde ich kacke. Warum? Es gibt Champions, die können Conqueror mega schnell stacken. Garen ist ein gutes Beispiel. Der drückt auf E drauf, hat es voll gestackt. Und dann gibt es andere Champions, die auch gerne Conqueror mitnehmen, die dafür aber länger brauchen. Ja, also ich kann nicht hier verstehen, worauf Riot hinarbeiten möchte. Ey, es ist eine DPS-Rune, du brauchst länger, um das zu stacken. Aber mal als Beispiel, Fiora, Leute. Sie macht Q, Auto-Tag, E, dann gibt sie euch noch einen Auto-Tag. Vielleicht dann nochmal eine W drin, wieder Q, das Ding ist voll gestackt. Ja, Garen macht Q, E, das Ding ist voll gestackt. Wukong macht, EW, Ortec, Q, Ulti und sein Ulti-Stack ist auch voll gestackt. Währenddessen es andere Champions gibt, die das nicht mehr so schnell voll bekommen im Vergleich. Deswegen, das hier finde ich neutral, sage ich mal. Ich finde es kacke, ich finde es auch weniger kacke. Aber das hier stört mich. Death Dance Ranged Nerf. Ich finde es gut, dass Death Dance genervt wird für Ranged Champions. Gerade weil es viele Ranged Champions gibt, die das auch sehr hart abusen. Aphelios, Azrael, Urgott, wobei ich es tatsächlich auf Urgott nicht schlimm finde. Graves auch nochmal. Es ist ein sehr starkes Item. Ich finde, dieses Item gehört generell genervt. Nicht nur für Ranged Champions. Aber es ist Riot. Ich weiß nicht. Conqueror und Death Dance zusammen mit Borg. Oder, boah, ist so fucking strong, Mann. Oder generell diese beiden Sachen zusammen. Finde ich momentan einfach viel zu stark. Nerfs, Leute. Yuumi. Ja, wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, wie Yuumi es geschafft hat, so lange die Nerfs zu dodgen. Aber hey, Leute, es ist endlich dabei. Ganz ehrlich, ich hoffe, ihr werdet die Beine gebrochen. Sie hat so viel Power-Budget da drin, dass sie untargetable ist, dass alles andere eh scheißegal ist. So, legit, Mann. Brech ihr die Beine. Brech ihr legit mega hart die Beine. Oder lass sie etwas dafür tun, dass sie so krass hochgehen kann. Sie drückt auf E, fertig. Ja. Vielleicht, dass wenn sie x Sekunden draußen ist, dass sie irgendetwas an... Also, senkt den Base-Heal ihrer E... Ja, ich sag jetzt mal spontan, um 200. Ne, um 100 sage ich jetzt mal einfach. Und wenn Yuumi für 5 oder 10 Sekunden lang nicht in jemandem drinne ist, sondern draußen chillt, wird ihr Heal, weil wir haben ihn um 100 gesenkt, um 200 erhöht. Oder um 150 erhöht. Sodass der erste Heal stark ist und dass der danach kommt, während eines Fights schwächer ist. Spontan das Beispiel. Sind da Nerfs, Leute. 2 Sekunden mehr Cooler auf der E ist ein Scheißwert. Erhöhen den Cooler in ihrer E, ihrer Q im Early Game oder senkt ihr Early Game Damage ihrer Q und der Champion ist fine. So, dann kann ich verstehen, dass er halt so ein guter Allrunner ist. Weiß ich nicht. Orn, wundert mich, aber ich glaube, das ist competitive, to be honest. Cassio. Leute, ich habe euch genau gesagt, dass 4 Magie-Resi für 2 Armor weniger, glaube ich, und 15 Leben weniger viel zu strong ist. Du pickst Cassio hauptsächlich in der Midlane rein und es sind noch hauptsächlich AP-Champions. Du hast sie gebufft, Digga. Was falsch bei Riot? Legit, was falsch bei Riot? Aphelios müssen wir nicht drüber reden. Competitive Nerfs. Viel zu stark im Competitive. Kalista, sehr stark hart. Ich frage mich gerade auch, ob sie Death Dance abused. Ja? Aber hier tut mir Aphelios ein bisschen leid. Conqueror wird genervt. Ist kacke für ihn. Death Dance wird genervt. Ist kacke für ihn. Aphelios wird genervt. Ist natürlich auch kacke für ihn. Er kriegt die Triple Nerfs, finde ich tatsächlich sehr stark. Ich hätte Aphelios erstmal rausgehalten. Ich weiß natürlich auch nicht, was Riot vorhat. Aber erstmal diese beiden Sachen hier reinnehmen und dann schauen, wie er sich weiterentwickelt. Kalista, wie gesagt, ultra strong gerade. Also, es war in Stream, ich habe nachgesehen, welche Champions würde ich bannen, wenn ich so viele bannen könnte, wie ich Lust habe. Es sind 8 Champions. Leute, ich habe sogar Darius als nicht gebannt. Und es bedeutet schon etwas, wenn ich Darius auf Nicht-Bann setze, wenn ich 8 Bans habe. Ja. Buffs. Monster-Buff, Leute. Monster Nocturne Jungle, Leute. Sei der Passive, also das mit dem Spin, was irgendwie Damage macht, gibt mir jetzt doppelt Cooldown Reduction, wenn der Monster angreift. Soll ich sagen, was das bedeutet, Leute? Nocturne wird wahrscheinlich einer der krassesten Powerfarmer im ganzen Spiel. Spielt Nocturne, Leute. Broken. Ich schwöre es euch, Leute. Ich werde gar keinen Rengar mehr spielen. Ich werde jedes Game Nocturne spielen. Denn momentan ist es so, dass Nocturne Budget Rengar ist. Genau, aber bald ist Rengar Budget Nocturne. Mega starker Champion. Leute, er kann so schnell clearen. Das ist fucking insane, Leute. Das ist fucking insane. Yorick Buffs sind nicht direkte Buffs, ja, sondern die R-Leash Range geht von 900 auf 700 runter. Das heißt also, ich kenne das selber, ich spiele auch manchmal Yorick,
wenn ihr, ihr müsst von eurer Maiden jetzt 700 Range weg sein, damit sie euch folgt. Das ist kacke, wenn ihr Out of Combat laufen wollt und sie ist dann nochmal extra 2-3 Sekunden länger drin, als es sein müsste. Das hier ist ein ziemlicher nice Buff. Rise, Leute. Ride ist verrückt. Ride ist da mega verrückt. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher. Also die Meta geht ja wieder ein bisschen mehr in Mage-Richtung. Ja, gerade auch, weil der Support-Pool sich ändert. Supporter gehen viel mehr in Enchanter rein. Und das ist natürlich auch immer geil für Ryze, denn er ist selbst auch tanky. Und gerade auch, wenn er mal eine Lulu hat. Gerade auch, wenn er mal eine Soraka hat, die ihn hochhielt. Gerade wenn er auch mal eine Yuumi vielleicht auf sich drauf hat, ja, kann er das wirklich sehr hart abusen. Und ihr wisst alle genau, Leute, Ryze kann ein massives Problem im Balancing sein für Riot. Deswegen bin ich mir hier echt nicht so ganz sicher, was sie hier vorhaben. Könnte alles sein. Die könnten hier legit fucking alles buffen. Na, Leute. Na hat, wie ich ehrlich richtig gelesen habe, 9 Buffs in Folge bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr viel, Leute. 9 Buffs in Folge. Das hier ist jetzt sein 10. Ich bin mir langsam sicher, Na ist hin OP in certain Matchups. Gerade in Juggernaut-Matchups. Set ist hier ein gutes Beispiel. Garen, Darius und so. Da könnt ihr Na actually reinpicken. Wird der S-Tier sein? Nein. Ich denke aber, Na ist momentan so B-Tier und geht, würde jetzt mit einem Buff, ich weiß nicht genau, was gebufft wird, ja, aber auf A-Tier hochgehen. Ja. Ja. Vi, Leute. Vi hat ein kleines Problem. Zu viel von ihrem Power-Budget ist in ihrer Q drin. Und wenn sie diese nicht sitzt, ist sie drinne und ist tot. Oder sie muss zu hart reindiven mit ihrer Ulti. Jetzt natürlich die Frage, was könnte ich buffen, was am wenigsten Impact so gesehen haben wird. Aber trotzdem ein Buff ist. Und ich denke mir, hier wird ihre W angegangen. Ich kann mir denken, dass der Damage davon leicht erhöht wird. Entweder wird der W-Damage gebufft oder E. Q bleibt wahrscheinlich so, wie es ist. Ich gehe nicht davon aus, dass Base jetzt gechanged werden. Ja, ihre Attack-Speed brauchst du ordentlich zu erhöhen. Da kannst du gleich die Attack-Speed der W erhöhen. Ich finde Weiß an sich ein guter Champion sogar. Ich finde sogar, sie ist actually underrated. Gerade gegen solche Champions wie eine Kassadin, wie eine Ori, wie eine Syndra. Also meistens gegen viele Midlaner. Oder eine Cassio. Kann sie da sehr viel gegen machen? Ich würde mich freuen, wenn man sie bufft. Sie hat aber ein Problem, es ist nicht ihre Jungle-Meter. Sie ist nicht fast-paced genug, um gegen diese Heavy-Farmer was zu machen. Lucian, Leute, habe ich Angst vor. Ohne Witz, habe ich fucking Angst vor. Weil Lucian-Buffs bedeuten immer in der Regel, dass Lane Lucian gebufft wird. Ich weiß nicht, wo Riot Lucian gerne haben möchte. Deswegen, I'm not sure about that one. Da bin ich echt nicht sicher, ob ich es haben möchte. Ja. Rakan-Buffs, ich finde Rakan ist actually okay. Also das ist hier ein sehr komischer Patch, wenn ich ehrlich sein soll. Wo ich vieles gar nicht weiß. Ja, Yuumi-Nerfs sind klar. Syndra-Nerfs kann ich mir denken. Ornn-Nerfs ist hier competitive. Ich kann mir denken, dass der Ulti-Cooler wahrscheinlich höher geht. Cassio-Nerfs, Leute. Ohne Witz, nerf ihn Heal. Nerf ihn Heal, das reicht mir schon aus. Aphelios ist competitive. Kalista, da kommt bestimmt ein Nerf auf entweder ihre Base-AD oder ihre E. Denke ich mir mal. Vielleicht sogar die W, aber ich denke nicht, dass es W ist. Hier kann ich mir nichts zu denken. Hier kann ich mir nichts zu denken. Hier ist fein. Das ist völlig. Die beiden sind völlig random. Die beiden sind völlig, völlig random. Ja, aber Leute, Chapstack könnt jetzt reporten und muten, was auch nochmal ein ziemlich cooles Feature ist. AP Off-Builds, ich verstehe echt nicht, was hiermit gemeint ist, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann mega random, Leute, Kog'Maw-Buffs. Kog'Maw AP-Buffs. Q-Ratio geht um 0,2 hoch und die Ulti geht um 0,1 hoch. Ghost wurde gebufft, was sehr nice ist. Syndra und Cassio kriegen ebenfalls nochmal Nerfs in der Midlane. Ich kann mir wirklich denken, dass wir AB Kog'Maw wahrscheinlich sehen werden, weil seine ganze Runenmöglichkeiten, seine Matchups und alles und jenes sind gerade gar nicht kacke für ihn. Kog'Maw ist in der Regel gut gegen andere Mages, braucht halt ein bisschen Zeit. Die Items gerade mit Liandries und allem ist hier wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Engage-Supporter gehen ein bisschen weiter runter, sehen wir nicht mal ganz so oft. Ist sehr nice und völlig random. AP Nunu-Buffs. Ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass man Lane Nunu spielt mit Rod of Ages, Top Lane, I guess. Im Jungle macht das nichts aus, glaube ich nicht, weil es voll weird wäre, wenn ich ehrlich sein soll, ihn nicht auf Tank zu spielen. Vielleicht, wenn man mal Liandries reinwirft oder so, I guess. Aber ich glaube, Top Lane oder vielleicht auch Jungle sogar mit Cinder Hulk, Rod of Ages. Like, I don't know, man. Das ist ein mega weirde Changes. Kann ich euch nichts zu sagen. Ich würde den ganzen Patch irgendwie mega weird. Ich würde den ganzen Patch mega, mega weird. Warum kriegt Aphelios 3 Nerfs? Wofür?
Digga, Cassio kriegt zwei Nerfs. Dumme Nutte, hat sie aber verdient. Ja, darüber reden wir gar nicht. So, warum wird Yumi erst jetzt genervt? Warum hat niemand gesehen, dass Cassio im letzten Patch überhaupt erst dickere Nerfs verdient hat? Warum kriegt Nocturne so einen krassen Buff? Mega krasser Buff. Mega, mega, mega krasser Buff. Erhöht auch sein Q-Damage auf Monster um 20%. GG, gib ihm. Ja, aber Leute, das ist echt irgendwie weirder Shit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ihr könnt eure Meinung wie immer in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.